Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 als Forstprojekt zusammen mit dem McManus und Sachsen Let's Player und der Werner vom Burning Gamers. Hallo. 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 So, ich glaube, das würde man ein bisschen umparken. Bubble up, bubble up. Abkoppeln. Ja. Bubble up, bubble up. Sehr gut, ja. Okay. Kann ich so stehen lassen, ja? Ja. Schafft ihr das? Schauen wir nicht. Romantik. Alter, was hast du denn hier gemacht? Schwimmen wir hier Mikado oder was? Ja, ja. War das weg? Schulanfang. Die Kinder brauchen Blätter. Der Baum ist umgefallen einfach so? Ja. Ich hab mich auch gerade gewundert, aber ich dachte, sag mal nichts. Läuft. Grüße hier in Top-Ausrüstung, ey. Vorne die Dings, hinten die Baumstumpfräse, ey. Hier liegen jetzt noch ein paar tausende Euros. Hallo. So. So. Wie gesagt, der Sampo wäre schon geil, oder? Weil dann könnte man echt hier schon ganz gut gerade die Großen. Na gut, ist die Frage. Geht der für die Großen? Ja, schon eigentlich, ne? Ja. Für die Großen nehmen und könnte gleich schön auf Stücken schneiden. Oh lol. Ich glaube, wir sollten hier echt erstmal das Holz abtransportieren, weil guck, habt ihr schon gesehen, was Füße hier von Kalschlag gemacht hat? Ja, ja, eben. Weil wenn Füße, dann warte erstmal, weil wenn wir den Sampo kaufen wollen, das ist ja nur noch 20.000, dann sollten wir mal schnellstmöglich das hier erstmal wegmachen, oder? Mach ich hier in Pause. Weil mit dem Sampo können wir ja dann. Geht's ja noch schneller. Nee, wir. Ja, und wir. Was wollte ich jetzt sagen? Mit dem Sampo? Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Aber der können wir ja direkt. Der ist ja zum Fällen. Weißt du, dann brauchen wir nicht mehr mit der Hand machen. Also was wir uns auf alle Fälle auch noch anschaffen sollten, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ist ein Langholzanhänger. Ja. Soll ich dir den schneiden? Das wäre nett. Meter, ne? 7 Meter. Voll bis die Sonne. Echt, da läuft das Jahrhundert, ey. Danke. Mich vorhin schon gewundert, ey. Gerade eben eingestiegen. Dachte, hä, wieso zeigt denn da nichts an? Oh, na. So. So, okay. Ich glaube, letztens wurde auch. Kam auch die Info, die E-Mail, dass 1 Million. Landwirtschaftssimulator verkauft wurden. Ja. 1 Million Stück. Aber weil, wisst ihr, was ich mich da gefragt habe? Dann fragt mal. Aber echt, ey, auch wenn das jetzt vielleicht doof klingt, habe ich so gedacht. Nur? Was? Was? Ne, ich dachte, der 15er hat schon mehr. Ich stell mal ein bisschen weiter vor. Der 15er hat insgesamt über 3 Millionen, nämlich nicht täuscht. Über die Jahre, also über die 2 Jahre, dann jetzt halt schon 1 Million nach 1 Monat. Na gut, das ist immer so die Sache, ne? Weiß ich, keine Ahnung. Jetzt also hättet ihr nicht gedacht, dass es mehr war? Mehr ja, das Spiel ist innerhalb von ein paar Monaten auf Gold schon gegangen, ne? Ja, ja. Ich glaube, 1 Million ist schon Platin. Nicht von ein paar Monaten, von ein paar Wochen. Ja, ja. Also ich glaube für... Gibt es überhaupt solche Auszeichnungen für Spieleverkäufe? Ja sicher, die Gold-Edition und sowas, das ist dann, wenn die Gold gegangen sind. Nee. Nee, Freezy, das hast du falsch verstanden.
Alles klar, Bushido One, Junge. Ist das nicht so? Nein. Oh, die Gold-Edition ist einfach nur ein Begriff, dass es ein das Hauptspiel ist, bloß ein Zusatz. Das oder ist halt einfach mit irgendwelchen Features oder irgendwelchen weiteren Umfang, den du halt sonst nicht hast. So, ich dachte immer, das kommt dann, wenn die Gold gegangen sind. Nein. Battlefield 1, Platin-Stadt ist erreicht, ne? Das gibt's nur bei Musik, meines Erachtens. Ja. Eine Million ist ohne Frage, ist mega heftig. Also. Ja. Und Simulator sind wir. Ja, eine Million ist echt krass. Aber dann weißt du auch, ne, Giants, ich glaube, die haben gut Cash in the Dash. Das auf alle Fälle. Aha. Da geht was bei den Jungs und Boys. Bin ja gespannt, wann das erste DLC rauskommt. Dieses Jahr noch. Ja? Das war ja, das ja. Sollte sogar den Monat noch kommen. Ja, Dezember. Ja, wow. Ja, boah, lol. Ey, heute ist das aber auch wieder Battle der. Ja, das hatten ja, es gab ja auch einige Kommentare, weil er ist ja Sponsor bei Friendly Fire war. Ist Landwirtschaftssimulator 17? Ja. Der hatte das da irgendwie, der war halt wieder so dumm mache, irgendeiner hat dann geschrieben, ey, die Leute vom Landwirtschaftssimulator, Alter, die können dein Leben kaufen und deine Geschwister noch dazu oder irgendwie sowas. Und einer hat dann drunter geschrieben, ja, kaufen ja auch nur die Bauern. Ja, genau. Aber das war auf jeden Fall gut, weißt du? Die Leute von LS können deine Family und deine Geschwister kaufen. Ja, ist schon krass, also. Es ist halt auch so eine Sache, ne? Haben wir schon mal drüber gesprochen. Jeder sagt, nee, ich spiele das nicht, ne? Ich kenne viele Leute, die spielen das nicht, aber ich weiß genau, dass sie spielen. Ja, aber ja. Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt mal Battlefield, da sagt jeder, jo, das spiele ich, da rotze ich jeden weg, ne? Weil du sagst, Landwirtschaftssimulator, nee, das spielt keiner. Ja, ja. Sind zwar Millionen Stück verkauft, nee, das spielt keiner. Aber es ist vielleicht ist den Leuten peinlich zu erzählen, dass sie auf dem Feld ackern? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, das ist wie mit... Vielleicht bist du da nicht cool oder so. Ja, das ist wie mit dir und deiner Britney Spears da. Das sind sie ja auch nicht, dass du die Alben kaufst, aber... Dass ich was kaufe? Dass du die Alben kaufst und die hörst privat. Ja. Weiß ich ja auch immer ab, aber... Ja. Das ja. Denke ich mal... Aber die ist auch gut. Also Britney Spears zu hören ist, denke ich mal, noch vertretbarer als, keine Ahnung, zu sagen, klar, ich bin der übelste Shindy- und Bushido-Fan. Toll. Ach ja. Nee, aber wie gesagt, also es ist, gebe ich Werner echt recht. Die spielt keiner, aber eine Million verkaufte ja, Titel. Ganz komisch. Das ist das, weiß, ja, weiß. Da hat mir jemand irgendwas mal oder gesagt, aber das passt hier nicht rein, glaube ich. Nee, das passt hier nicht rein. Das passt nicht rein, dann reden wir noch gleich darüber. Weiß leider nicht, was ihr meint. Ich hab deine Dinger da geschnitten, na da auf. Es geht um Schmutzfilme, Tino. Ach so. Für jeder. Ja, die guckt keiner. Genau das habe ich gemeint damit. Die guckt keiner, ne? Aber jeder kennt die Darsteller. Ja, ohne Witz, ey. Ja, hab ich mal gelesen, ne? Ja, ja, hat ein Freund gesagt. Ist ja so auf der Zeitung. Also das bestboomendste Business überhaupt weltweit, ne? Nee, guck keiner. Ja. Mann. Nee, hab ich nicht gelesen. Noch nie gemacht. Deswegen bin ich da mal ehrlich. Ich hab auch Füßes Mom erzählt, sie soll es ihm endlich sagen, aber nein. Halt's Maul. Aber naja. Bestimmt sind die Amis ja. Also auch so, ja doch, von dem Rest sind ja die Amis so schlimm. Bei denen ist ein Spritzgebäck halt ein Arschloch, ne? Das ist klassisch. Ja. Jedenfalls haben sie mir mein Spritzgebäck gesperrt. Ja, kann man nichts machen, ne? Also steht kennst aber du mein Glas T-Shirt, die Regel. Werner? Nee. Ja, da ist ein Spritzring drauf. Ja. Und oben steht ein kleiner Pfeil und dann steht Spritzgebäck und drunter steht Manus. Und das wurde das gesperrt oder was? Ja. Warum? Sexueller Content. Assoziation. Ach mit komm, Anus. Ohne Witz. Und das Spritzgebäck sieht, ich weiß nicht warum, wie man da drauf kommt, aber das Spritzgebäck wird aussehen wie ein Anus. Und Manus ist Anus im Namen und irgendwie fanden das Twitch so. Naja, Twitch, also die haben halt nur gesagt, nee, können wir nicht machen. Aber also nach einem Jahr haben sie das gesagt. Nach einem Jahr, das, muss man dazu sagen. Das sperren sie dann aber diese Twitch-Bitches, ne? Ja, auf jeden Fall. Die sind in Ordnung. Obwohl ja ganz krass die AGBs, ne? Und jetzt
werden ja alle gesperrt, die hier nur noch ihre Brüste in die Kamera halten und alles. Oh Mann. Was ist passiert? Gar nichts. Halten genauso noch ihre Boobies in die Kamera. Das hat sich mittlerweile auch auf YouTube Gaming verlagert. Wow. Also, ja, da gibt's eine Mädel, die spielt COD Bikini permanent. Wow. Ja. Wenn sie halt mal besoffen ist, macht sie mal ein bisschen Twerk und so. Also, wow. Ich glaube irgendwie. Ja, die läuft halt normal. Ich glaube, die kann auch halbwegs spielen, jedenfalls so wie es aussieht. Ja, und dann immer, keine Ahnung, wenn es nochmal zu dumm wird oder so, sagt sie, ne, The Nation Party Guys, ne, und dann wackelt sie so ein bisschen mit ihren Arsch rum und more money, thank you. Boah, Alter, hat Lümmel vielleicht irgendwo mal gezeigt. Lümmel ist, dass er ja, ihr nicht unbedingt schadet damit, wenn er sie zeigt. Nö, was soll denn, also das soll das fürs Video. Toll. That's it. So ist es. So das ist halt, das ist moderne Prostitution. Die haben es ja sicher. Ja. Das stimmt, das ist es wirklich. Wirklich moderne Prostitution, also das muss man ganz klar so festhalten. Das war noch nur Frauen, die noch keinen vernünftigen Mann hatten. Ey, mal Zeit, wo es lang geht. Wow. Ja, ist doch so, oder? Boah, wie lange hast du jetzt für den Spruch gebraucht? Oder deswegen ist deine Freundin auf YouTube Gaming unterwegs, oder was? Oh Mann, los, komm schon. komm schon. Manus, das geht wieder zu weit. Also. Nein, aber so ein Geballer, ey. Wer hat meine Füße die Hosen an? Ey, Füße hat gar nichts zu melden. Sie ist gerade nicht zu Hause, deswegen macht ihr schon wieder den Überkick. Jemand, der sich King nennt, ist definitiv nicht der King, Junge. Ey, ohne Mist. Ich geb's dir auch zu. Also, meine Freundin, ja, die meldet schon bei uns alles. Gebe ich auch offen zu. Und was sie plant, ist auch immer alles okay. Aber meine Freundin würde sich trotzdem nicht vor die Kamera setzen und da mit den Möpsen rumwackeln. Nein, das ist ja richtig. Naja, aber das ist ja eher ihre Mentalität, nicht, weil du der Überking bist. Trägt dazu bei. Ja. Was würde mir jetzt gerne mein Pin anstecken? Den, mein lieber Füsi, habe ich nämlich von zwei Freundinnen von mir, die waren einkaufen und dann haben sie so einen Ansteckpin gesehen. Und dann haben sie gesagt, genau das ist Tino. Den müssen wir den mitnehmen. Und dann kamen die sogar nach dem Einkaufen, waren in Leipzig hier im, wie heißt das, dieses Nova Eventes, genau, so ein riesen Einkaufsding. Und da haben die das Teil gekauft, wo die wieder da waren, kamen die bei mir vorbei und haben mir das Teil noch vorbeigebracht und haben gesagt, hier müssen wir sofort an dich denken. So, und jetzt wirst du wissen, was auf dem Pin steht, ne? Du hast es mir mal gesagt, aber ich hab's jetzt vergessen. Wir haben darüber schon mal uns unterhalten. Okay. Wenn es dort immer mehr zu sagen. Ja. Willst du es wissen, Werner? Ja sag Pin mal. Steht? Kannst du ja nutzen, der König hat Laune. Wow. Läuft. Und das haben mir gute Freundinnen von mir mitgebracht, ne? Da weiß der für sie. Das ist der King. Die haben gesagt, hier, das mussten wir sofort an dich denken und dann, ja. Naja. Eieieiei. War aber ganz lustig. Aber das gab's auch hier, da gab's mal eine Zeit lang so T-Shirts und allen möglichen Quark. Ja. Das war mal so ein bisschen, ja. Aber wisst ihr, was mir gerade auffällt? Nein. Es ist gar nicht so schlecht, dass der Hexlemophon zurückfällt, oder so verteilt er zumindest alles. Ja. Ein kontrolliertes Verteilen. Alter, vielleicht Spiel, ist das ja so gemacht worden dafür. Weiß ich nicht. Dann erklärt es immer noch nicht, warum das Förderband nach vorne abgehauen ist. Nee, das klären wir vielleicht in der nächsten Folge. Wir haben aber noch. Deswegen klären wir es trotzdem in der nächsten Folge. Ja. So. Das hat sich so angehört am Schluss. Nein. Naja, so ist es. Ja, Freezy. Randy, wir treffen uns. Schön. Randy? Ja? Wir treffen uns nächstes Mal eine halbe Stunde früher im TS. Und dann machen wir endlich mal diesen Gedöns drauf. Diese Plattform mit den Rungen zum Abnehmen. Ach so, ja. Oh ja, unbedingt. Das Schreib's stimmt. Ist schön, Freezy. Ja, es ist schön, Freezy. Ich meine, deine Freundin hilft dir ja sogar beim Lesen. Ist ja nicht so deine Stärke. Das ist gar nicht wahr. Du hast eine Leserechtschreibschwäche, aber das hättest du sagen können, dass es nicht schlimm ist. Nee. Als Maul habe ich nicht. Das ist ja echt nicht schlimm. Der liebe Randy hatte mir bei Skype ein Ding geschickt. Und ich sagte so, was hat der mir denn jetzt geschickt? Das kann ja schon nichts Gutes werden. Und dann kam meine Freundin, wollte das mit angucken und hat das mitgelesen. Und dann sagte ich zu Randy, oh, das, was du geschrieben hast, fand meine Freundin ganz süß. Und jetzt meint der, meine Freundin müsste mir das vorlesen. Ach so. Wird der Haufen überhaupt noch größer? Wenn das Förderband kontinuierlich
abkippt und also ne, und nichts passiert, dann musst du es ein bisschen vor und zurückfahren, dann ist es, dann ist der Platz voll. Stelle. Mhm. Da hält das dann im Bunker. Ist unten noch was, Randy? Nö, ich fahr die Bänder ja schon wieder hoch. Ah, schade. Hat nicht gereicht. Schade. Also egal, haben wir was fürs nächste Mal. Gar nicht die Preise, oh ja. Ja, da haben wir schon mal 40 Euro haben wir schon mal verloren, also von 184 auf 144. Alter Vater. Aber der Pfeil zeigt wenigstens immer noch grün nach oben, Mann. Wow. Nur gleich mal wieder Richtung Waldfels machen, schmeiß mal die Fräse runter. Guck mal, Fisi, wird der noch größer, der Haufen? Bam! Was war das denn? Freeze ist auch so ein Gefühlsmensch, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen das Förderband mal. Warte mal, ich fahre das mal weiter vor. Warte mal, 2 Meter vor oder 3 Meter? Ja. Ah, aber guck mal, jetzt. Aber liebe Freunde, wir sind doch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Bei den anderen vorbeischauen und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Mädel. Tschüss.